Opfer liegen hinter einer Dachschräge. Die Opfer, vier ältere Prostituierte aus St. Pauli. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es sowas überhaupt gibt. Er ist jedenfalls asozial und primitiv. Also das ist klar. Das ist völlig einwandfrei klar, dass er die vier umgebracht hat. Das ist grauenhaft, was er gemacht hat. Denn wenn der mal rauskommt, dann macht er sowas immer wieder. Ne? Ich bin dafür, dass es ein Massenmörder. Dieser Mann gehört hingerichtet. Und zwar aufgehängt. Steht seit heute Fritz Honka wegen mehrfachen Mordes vor Gericht. Er soll zwischen 1970 und 75 vier Frauen umgebracht haben. Im November 1976, etwa ein Jahr nach seiner Entlarvung, steht Fritz Honka in Hamburg vor Gericht. Hier im großen Sitzungssaal wird gegen den damals 40-jährigen Nachtwächter verhandelt, der vier Frauen ermordet, sie zerstückelt und in seiner Wohnung versteckt hat. Sicher ist es so, dass ein solcher Mann ein ganz hohes Risiko darstellt. Ich hätte es nicht verantworten mögen, dass er wieder auf freien Fuß kommt. Er wurde gehandelt auf der Grundlage seiner eigenen Worte, Jack the Ripper, sollte vier Frauen auf das Abscheulichste getötet haben. Und dann hat man so eine gewisse Vorerwartung, wer da kommt. Und dann kam ein kleines, schüchternes, mitleiderregendes Männchen, dem sie gerade noch zutrauen würden, dass er einer Fliege etwas zu leid tut. Oder vielleicht hat er im Kaufhaus gestohlen oder sowas. Aber auf Mord käme man nicht. Also am liebsten wäre ihm wahrscheinlich gewesen, er wäre unten geblieben in der Untersuchungshaftanstalt und wir hätten den Prozess ohne ihn gemacht. Honka hatte nur die Fassade eines Biedermanns, er war keiner. Honka ohne Hamburg wäre nicht vorstellbar. Und Hamburg natürlich nicht als Begriff einer schönen Stadt in Eppendorf, sondern im Rotlichtmilieu von St. Pauli. St. Pauli damals wie heute. Sündige Meile und Touristenattraktion zugleich. Zu allen Zeiten war das Rotlichtmilieu der Hafenstadt Schauplatz von Dramen. Die Geschichte Fritz Honkas ist eine der schauerlichsten, die St. Pauli zu bieten hat. Hamburg der 70er Jahre. Das ist die Hochzeit des Terrorismus. Die Verhaftung der RAF-Aktivistin Gudrun Enslin macht Schlagzeilen. Ebenso der Anschlag auf das Springer-Hochhaus. 1975 war der Höhepunkt der Flower Power-Bewegung. Dazwischen sauste nun auf einmal Honka in der Botanik rum, der ja nun wirklich nicht aussah wie ein Blumenkind. Honka soll eine Vorliebe gehabt haben für fast kniehohe Lederstiefel, einen schwarzen Lackmantel und eine Uniformmütze, die ebenfalls dunkel war. Alles in allem muss dieser kleine Mann wie ein Mensch aus einem anderen Universum auf dem Hamburger Berg gewirkt haben. Wer ist Fritz Honka? Der kleine, merkwürdige Nachtwächter, der sein Glück in den düsteren Straßen von St. Pauli sucht. Frühmorgens kommt er, wenn seine Schicht zu Ende ist und er wieder eine Frau braucht. Frauen, die für einen Schnaps zu vielem bereit sind, sie nimmt Honka mit. Der Goldene Handschuh ist sein Stammlokal in der Straße am Hamburger Berg. Wir haben an der Seite hier einen Gang und da hat er dann gestanden und hat dann sein Getränk gehabt. Und dann, wenn er was haben wollte, du komm her, gib uns doch mal einen zu trinken und dann, guck mal, die da drüben, gib dir auch mal einen. Aber nicht sagen, dass das von mir kommt. So, das kam dann dabei, aber was ich dann nie gesehen habe, ich habe nie gesehen, dass er dann mit irgendwelchen Frauen, die er hier kennengelernt hat, rausgegangen ist. Hier kennt ihn jeder. Man nennt ihn Fiete und er erzählt von seiner Wohnung in Altona, auf die er so stolz ist. Eine Gaspistole trägt er bei sich, die braucht er angeblich im Dienst. Auch heute noch erinnern sich einige an Fritz Honka. Er war ja
erst mehr gut Trinkgeld, er war immer human, war immer gut gelaunt. Ne? Also, dass er hier die Frauen rausschleppt und zersägt, das hätte nie einer gedacht. Fritz Honka. Hier glaubt er, wer zu sein. Er hat Arbeit und ein Zuhause, hat immer Geld und ist spendabel. Die anderen haben nichts. Auch er ist ein Trinker, nur ihm sieht man es nicht an. Sex kauft er sich in billigen Stundenhotels. Wenn die Frauen von morgens runterkamen, von oben, dann durfte ich sie gar nicht ansprechen. Er war ganz weg, aber lieber Mensch, muss ich sagen. Lieber netter Mensch. Also wirklich, hätte ich nie gedacht, dass das mal so mit ihnen endet. Fritz Honka tötet still und ohne Aufsehen zu erregen. So, dass seine Taten erst Jahre später durch einen Zufall entdeckt werden. Ich war Lokalreporter und man lebte damals von der herkömmlichen Berichterstattung über Feuersbrünste, Verkehrsunfälle und Verbrechen. Das Telefon klingelt und jemand sagte, bei dir um die Ecke brennt. So. Das war für mich im ersten Moment eine kurze Angelegenheit. Eine halbe Stunde später war ich wieder im Bett und war eigentlich bereit, diese ganze Sache als nächtliche Ruhestörung irgendwie abzubuchen. Als am 17. Juli 1975 frühmorgens die Feuerwache Hamburg-Altona verständigt wird, brennt es in einer Wohnung in dem Haus Zeissstraße 74. Zunächst ein Wohnungsbrand wie viele andere. Es brannte damals im zweiten Obergeschoss. Der Treppenraum war stark verqualmt und wir mussten oben in der Brandwohnung die Wohnungstür aufbrechen. Wir konnten dann eine Person retten und das Feuer relativ schnell löschen. Die Brandursache ist bald geklärt. Der Mieter der Wohnung im zweiten Stock, ein norwegischer Matrose, der die Stromrechnung nicht bezahlen kann, ist bei Kerzenlicht eingeschlafen. Bevor die Feuerwehrmänner abrücken, suchen sie nach Schwelbränden. Dann stellten wir allerdings fest, dass das Feuer durch die Decke ins Dachgeschoss hineingegangen war. So mussten wir den Bodenraum aufbrechen und im Dachgeschoss, beziehungsweise im Bodenraum, auch noch einige Brandnester ablöschen. Dabei fiel uns auf, dass es oben im Dachboden sehr stark nach Verwesung roch. Feuerwehrmann wird man natürlich unruhig und wir haben dann schnellstens versucht, die Ursache festzustellen. Dazu haben wir die Dachpfannen abgedeckt, damit wir es sehen konnten und haben dann auch an zwei Stellen in Plastiktüten verpackte Leichenteile gefunden. Kurz nach 5 Uhr morgens wird die Kriminalpolizei alarmiert. Der mysteriöse Leichenfund lässt Furchtbares ahnen. Der 17. Juli war ein wunderschöner Sommertag. Es war blauer Himmel, Sonnenschein, wie man sich eigentlich so einen Tag im Sommer vorstellt. Wir hatten an diesem Tag Bereitschaft. Und wir haben gehofft, dass nichts kommt, dass wir den Tag schön verbringen können, alle Sachen aufarbeiten. Dass man vielleicht abends gemütlich nach Hause kommt, noch ein bisschen im Garten sitzen kann. Aber es kam alles anders. Karl Pries und Jürgen Vierle sind die ersten Beamten der Mordbereitschaft am Tatort. Als sie das Ausmaß des Falles erkennen, fordern sie Verstärkung an. Ich weiß noch nicht mal genau, ob man schon vorhatte, mich nachher in die Vernehmung reinzupacken. Das weiß ich gar nicht mal. Jedenfalls bin ich mit am Tatort gewesen, habe mich dort umgesehen. Und auch ein Vernehmungsbeamter, gerade ein Vernehmungsbeamter, muss ja, um sie ein Bild zu machen, am Tatort gewesen sein. Nach Otto Köhn, dem Vernehmungsspezialisten, trifft auch Josef Tielsch am Tatort in der Zeissstraße 74 ein. Herr Kontakt, hier, würden Sie bitte mal öffnen. So, da
Das ist das Treppenhaus in dem Haus 74. Ein typisches Treppenhaus mit engen, steilen Treppen, wie sie in dieser Bauausführung hergestellt worden waren. Hier waren natürlich an dem Morgen sehr viele Feuerwehrleute. Alle Türen waren auf. Brandursachen, Brandrückstände oder Brandspuren waren zu sehen. Und hier im zweiten Geschoss befindet sich die Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war. Da ist dann das Dachgeschoss und der Abstellkammer. Der Dachboden, Fundort der zerstückelten Leichen zweier Frauen. Daneben eine Mansardenwohnung. Was mir zunächst sofort auffiel, war dieser grässliche Gestank. Es stank bestialisch. Der Brand und die Hitze der letzten Tage haben den Geruch noch unerträglicher werden lassen. Schon länger müssen die Leichenteile hier versteckt worden sein. Die Dachtraufe, hinter der wir die beiden, also das mumifizierte Opfer und diesen Torso gefunden haben, war unmittelbar hinter einer Etagentoilette. Und diese Toilette gehörte zur Wohnung Honka. Fritz Honka, der in der Mansardenwohnung lebt, ist an diesem Morgen nicht zu Hause. So, und jetzt kommt das Kuriose hinzu. Während die da oben alle waren, kommt hier jemand unten rein und verschafft sich Zutritt. Halbuniformträger und sagt, ich wohne da, was ist hier los? Das war Honka. Und da hat man gesagt, was, das ist deine Wohnung hier? Ja. Ja gut, dann haben wir noch ein paar Fragen so ungefähr. Und dann ist der Kollege mit ihm erstmal als rein Unverdächtiger zur Fragestellung ins Präsidium gefahren. Auf der Fahrt ins Präsidium wirkt Fritz Honka ruhig. Er erzählt, er komme von seiner Schicht als Nachtwächter und dass er alleine lebt. Im Nachhinein bin ich zwar der Meinung, dass ihm klar war, was jetzt auf ihn zukommen wird. Aber im ersten Moment, während der Fahrt zum Polizeipräsidium, vermittelte er mir nie den Eindruck, dass er sich überführt fühlte. Das ehemalige Präsidium. In den Räumen der Mordkommission im siebten Stock wird Fritz Honka vernommen. Die Fragen beantwortet er nur zögernd. Manchmal hat man den Eindruck gehabt, dass er gewisse Fragen einfach nicht beantworten wollte, sodass er so tat, als ob er es nicht verstanden hat. So nebenbei während der Tat und Arbeit hört man dann schon, dass er sich hier im Präsidium so ein bisschen wohl in Widersprüche verwickelt hat. Wir geben dann unsere Kenntnis vom Tatort natürlich auch ins Präsidium weiter. Er hatte unheimlich viel Alkohol in seiner Wohnung, wahnsinnig viel Korn, dann fanden wir stapelweise Pornozeitschriften. Eine Frauengummipuppe zur Befriedigung seiner Lust und dann weiß man natürlich, hier ist etwas nicht erst abgelaufen. Man stolpert förmlich dann über Sachen, die dann interessant werden könnten. Wie zum Beispiel fiel uns auf, dass überall in der Wohnung und auch in dieser Toilette und am Flur, es lagen überall sogenannte Beckensteine. Das sind diese Steine, die in den Toiletten zum Geruchsverfeinerung, würde ich mal sagen, verwandt werden. Und diese